Jo Leute, und willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr es im Titel schon lesen könnt, Freunde, die 99. Spiele-News-Folge. Und heute geht es um Harry Potter Wizards Unit, Freunde. Das Spiel im Stile von Pokémon Go erscheint 2019, Freunde. Harry Potter Wizards Unit hat jetzt nicht nur ein ungefähres Release-Datum. Publisher Warner gab außerdem Neues zu Gameplay und Story bekannt. Bis vor kurzem wussten wir noch nicht viel zu Harry Potter Wizards Unit, dem Pokémon Go im Hogwarts-Universum. Jetzt wurden neben dem Release-Zeitraum 2019 auch erste Details zum Gameplay und der Handlung veröffentlicht. Um was geht's? Als Mitglied der Statute of Secrecy Task Force, die direkt der Internationalen Vereinigung der Zauberer und im Ministerium für Zauberei untersteht, ist es an uns, Spuren von Magie in der Welt der Muggel zu finden und verschwinden zu lassen. Sollten die Uneingeweihten sie nämlich entdecken, droht die gesamte magische Welt aufzufliegen. Eine Pressemitteilung verrät außerdem, dass wir auf der Suche nach Magiespuren in der realen Welt Zaubersprüche wirken und dabei magische Tierwesen und berühmten Charakteren begegnen. Das hört sich doch interessant an, Freunde. Ja, was sagt ihr dazu? Schreibt's mir doch mal gerne in die Kommentare. So wird wohl gespielt. Funktioniert Wizards Unit ähnlich wie Pokémon Go, können wir aus den Mitteilungen schließen, dass die Magiespuren und magische Tierwesen wahrscheinlich wie Pokémon in der echten Welt verteilt sind. Ein Zauberspruch entspricht so dem Wurf eines Pokéballs und macht die Wesen unschädlich. Das zeigt auch der Trailer, der außerdem den Release in 2019 ankündigt. Freunde, den ersten Trailer zu Harry Potter Wizards Unit verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung, Freunde. Dann könnt ihr das sehen. Den Trailer. Ja. Ich muss sagen, das hört sich jetzt schon alles interessant an. Ich hoffe mal, dass das Spiel gut wird. Genauso wie Pokémon Go oder andere Augmented Reality Spiele wie Jurassic World oder das The Walking Dead Spiel oder was jetzt zuletzt rauskam, Ghostbusters. Oder andere Augmented Reality Spiele, die es noch so gibt. Ja, Freunde, schreibt mir doch mal gerne eure Meinung zu dem Spiel in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich muss sagen, das, was jetzt alles so angekündigt ist zu dem Spiel, muss ich sagen, finde ich interessant, Freunde. So, Freunde, dann würde ich sagen, das war's mit der neuen Spiele-News-Folge. Wenn euch die 99. Spiele-News-Folge gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Genauso wie ein Abo, das könnt ihr hier machen. Und hier oben, Freunde, gelangt ihr zu meiner letzten Spiele-News-Folge. Das war zu Crackdown 3. Das Spiel hat endlich einen Release-Termin, Freunde. Falls ihr wissen wollt, wann Crackdown 3 erscheint, dann gelangt ihr oben zum Video, Freunde. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, hören wir uns zum nächsten Video wieder. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.